Grüße, Leute. Hier bin ich wieder. Gothic 2. Wieder am Start. Gut. Ich latsche jetzt hier mal weiter. Denn ich habe noch mal nachgeschaut. Crawler-Platten ziehen kann man auch unter anderem bei Wolf auch lernen. Aber erst im zweiten Kapitel, wenn man was erledigt hat. Dazu müsste man schon im Minental gewesen sein einmal. Aber man kann auch bei Grimwald, dem wir neulich beim Jagen geholfen haben, das auch noch lernen. Und ich denke, das würde ich auch eher bevorziehen. Aber bevor ich zu Grimwald gehe, will ich nochmal in die Stadt zurück. Denn auf die Hoffnung. Ich kann hier nämlich noch was kaufen. Also ich habe insgeheim die Hoffnung, dass die Spruchrolle Monster schrumpfen schon zu kaufen ist in der Stadt. Ich meine, wer weiß. Das Ding ist, ich kann ja in die Stadt schon mal gehen zu Lord Hagen. Vielleicht werde ich schon zu ihm vorgelassen. Okay, ich habe ja diesen Brief dabei, da werde ich ja vorgelassen, klar. Ja, aber dann kann ich das auch schon mal erledigen. Nee, aber dann habe ich schon mal den schwarzen Troll schon mal getötet. Hoffe ich nochmal. Dann kann ich nochmal auf dem Hof... Alter... So lässt sich doch einiges kombinieren hier mit den Quests. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt noch in der Zeit. Also, ich gehe erst zu Zuris. Beziehungsweise ich gedenke das zu tun, weil ich glaube, ich erwische ihn jetzt nicht mehr. Nee. Ist eigentlich schon viel zu spät. Nase. Meine verstopfte kleine Nase macht mir immer noch Probleme. Ach, Zuris wohnt hier drin. Das ist das Problem. Aber das Ding ist, ich kann hier einfach schlafen, dann ist es eigentlich kein großes Thema mehr. Hallo. Ich bin ein Söldner und ich treibe mich in der Stadt rum. Ha, ha, ha. Da ist Sarah. Schlaf einmal bis zum nächsten Morgen. Ah, ich hänge. Zuris verkauft ja Tränke und Spruchrollen. Ich hoffe es. Ich habe was anderes. Dass er das dabei hat jetzt. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Zeig mir deine Ware. Das ist doch kein Geheimnis. Gerade jetzt habe ich neue Tränke bekommen. Mein Gastmeister Daron, der Feuermagier, hat sie mir aus dem Kloster mitgebracht. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Er sollte lieber den Mund halten. Das ist ja schrecklich. Oh doch, da ist es. Das ist ja schrecklich. Yay! Roter Tränenpfeffer, das nehme ich jetzt auch mal kurz mit. Kurz, vor allen Dingen. Selbst erlebt. Das habe ich schon immer gesagt. Wirklich? Gut. Das ist ja interessant. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Vielen Dank. Ja, interessant. So, dann gehe ich ja zu Vatras, weil ich habe ja noch eine Info. Die brennend interessant sind. Hallo. Hey, du. Wegen der vermissten Leute. Ja?
Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korenes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Ich wäre bereit, mich im Ring anzuschließen, aber das mache ich jetzt doch nicht. Ich will erstmal zu Lord Hagen. Beziehungsweise erstmal die Fälle abliefern. Mal sehen, was Bosper jetzt dazu sagt. Da bist du ja wieder. Nix. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Gut. Das hat er doch vorher gewusst. Nun denn. Ich bin nicht darauf gekommen. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Königsfallen. Wird sich das jemals ändern? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Du bist doch einer von diesem Söldnerpack. Was kannst du schon von Lord Hagen wollen? Ich bringe ein Friedensangebot. Ah, seid ihr Lumpen endlich vernünftig geworden? Dann geh mal zu Lord Hagen, aber sei schön höflich, sonst tritt er dir in deinen dicken, dummen Hintern. Ach, halt du mal die Klappe, du Großmaul. Hallo. Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Du hast dich doch nicht etwa Onas Söldnern angeschlossen. Wie bist du hier reingekommen? Ich habe ein Friedensangebot von Lee bei mir. Ha! Lord Hagen wird dem niemals zustimmen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Also ganz ehrlich, als ob die überhaupt Respekt verdient hätten. Ich wüsste nicht wofür. Glaubst du wirklich daran? Hallo? Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Oh, der guckt aber ein bisschen finster, hm? Lass mich durch. Ich komme als Bote der Söldner. Na schön. Aber ich warne dich. Wenn du hier Ärger machst, wirst du keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Ja, jetzt halt die Klappe. Lass mich durch. Na, kurz einen Hänger gehabt. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Ich bringe ein Friedensangebot der Söldner. Zeig her. Ach. Ich kenne General Lee. Ich kenne auch die Umstände, unter denen er damals zur Strafarbeit in der Kolonie verurteilt wurde. Ich halte ihn für einen ehrenhaften Mann. Ich bin bereit, ihm Absolution zu erteilen. Nur ihm. Für seine Männer gilt das nicht. Die meisten von ihnen sind ehrlose Halsabschneider und haben ihre Strafe verdient. Ihnen werde ich garantiert keine Absolution erteilen. Richte ihm das aus. War das alles? Noch lange nicht, mein Freund. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos.
Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Dankeschön. Dann dürfen wir sie jetzt alle haben. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Ei, merkst du was? Kann auch gar nicht. Ist das nur ein Trick, der mich glauben lassen soll, es wäre nötig, eine Allianz mit den Söldnern einzugehen? Nein. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Enos aushändigen. Das Auge Enos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Enos dich schützen. Das hätten wir schon mal, Leute. Und ganz ehrlich, mein Plan ist es auch, kurz ins Minental auch noch zu gehen. Aber auch nur ganz kurz, bevor ich andere Pläne noch nachgehe. Boah, Alter, jetzt kann ich schon kein Deutsch mehr. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel, die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Mal gespannt, ob der auch genauso gut ist wie damals. Bezweifle ich zwar, aber was soll es? Und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Gut, es gibt noch mit einem anderen. Hey du, warte mal. Du willst dich doch auf dem Weg ins Minental machen, richtig? Und? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du berichtest mir, wie es dort um das Erz steht, und ich besorge dir dafür einen Ring, der deine Lebenskraft stärkt. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Naja, aber als ob. Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Ich will seinen Ring der Lebenskraft nicht. Du hast Waffen an die Banditen verkauft. Aber wie kommst du denn auf sowas? Diesen Ring hier, der Überseehändlergilde Araxos, habe ich bei den Banditen gefunden. Und du bist ein Überseehändler. Und die Schwerter, die Banditen bei sich hatten, tragen deine Initialen. Du kannst es ruhig zugeben. Ich habe dich enttarnt. Ich
wollte das gar nicht. Das musst du mir glauben. Am Anfang war es nur Proviant, was sie von mir wollten. Meine Geschäfte liefen nicht so gut. Da habe ich mich darauf eingelassen. Später dann wurden sie immer aufdringlicher und drohten mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht die Schwerter liefern würde, die sie haben wollten. Du kannst mich nicht dafür verurteilen. Ich bin ein Opfer der Umstände. Mir kommen die Tränen. Aber für jemanden, der im oberen Viertel lebt, bist du ziemlich widerwärtig. Für ein paar Goldstücke verkaufst du deine Seele. Ich habe meine Kosten zu decken. Wenn ich nicht flüssig bin, werfen sie mich dem Mob aus dem Hafenviertel zum Fraß vor. Tja. Die Miliz wird sich mit dir befassen. Das kannst du nicht machen. Na dann pass mal auf, wie ich das kann. Bei Innos. Ich bin ruiniert. Allerdings fehlt mir noch ein Beweis dafür und der liegt bei den Banditen. Ich weiß ganz nicht mehr, was ich glaube. Hinter Sikorshof. Oh nein. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Ich habe noch was anderes vor. Das habe ich schon mal gesagt. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Das ist ja interessant. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn bitte für Feines? Grobes Breitschwolfzahn, ja. Das habe ich schon immer gesagt. Schiffsachsen, das bringt aber nichts. Wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hätte. Was hat ihr hier? Harnischamul. Wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hätte. Großes Bastardschwert. Boah. Aber ganz ehrlich, in naher Zukunft schmiede ich